Rudy, are you ready? You wanna know what goes on backstage? Oh, come on. Let me take you by the hand. Ow! Ladies and gentlemen! The way I see it, Barry, this should be a very dynamite show. Fulfilled once you were there, you never wanna leave. You wanna sell your ass for that backstage pass. Backstage is just for the invited. Backstage, they've laid on everything. Hi, Darlings. Willkommen bei einer neuen Folge von Rudy Backstage. Hier aus dem Nikodemus in Burkersdorf. Ihr wisst, Rudy Backstage, die Sendung, die wirklich alles erzählt. Heute erzählen wir alles über Falco in dieser neuen Musiksendung bei Krone TV und Krone AT. Falco, Jössersna, wir kennen einander lang, kannten einander lang. Ich war 17 und er war 18. Ich wurde damals als Praktikant in der Jugendredaktion des österreichischen Fernsehens, das ist der Sender mit den drei Buchstaben, geschickt für ein Konzert einer Band namens Hallucination Company. Das war ihr allererstes Konzert, Wickerl Adam war der Chef. Ob das einen Beitrag wert ist? Ich durfte damals noch keine Beiträge machen, sondern schauen, ob es einen wert ist. Und dann hat wer anderer die Beiträge gemacht. Also das war toll, jetzt als Anfänger. Kann ich übrigens nur jedem empfehlen, von der Pike auf, sagen die Biefke, also ganz von Anfang an, das Geschäft zu lernen, hat Vorteile. Da bin ich hin und da hat ein Typ Bass gespielt, der hieß noch nicht Falco damals, Hans Hölzel. Und nachher in der Garderobe haben wir uns kennengelernt und das war der Beginn einer langjährigen Freundschaft. Und der Hans, wie wir ihn eigentlich genannt haben, weil Falco war ja die Kunstfigur, hat dann immer gerne viele, viele Jahre auf dieselben Leute vertraut. Das war bei dem Fotograf so, das war bei den Covers so, Management etc. Ich habe immer gesagt, der Falco hat die Freundinnen und die Plattenfirmen gewechselt, aber der Tolle Zahl, viel mit dem Rossacher, hat immer die Videos gemacht. Und das war auch so, weil er gesagt hat, du, wir kennen uns schon. Ich hatte den Vorteil, einen Hans Hölzel zu kennen, bevor er Falco war. Und wenn man dann mal so berühmt wird, das war das Gleiche bei Freddie Mercury oder bei Mick Jagger, mit dem ich geredet habe, und die Leute an diese Menschen herankommen, ist immer die Frage, redet er jetzt mit mir, weil ich der Hans Hölzel bin und irgendwie interessant bin, oder redet er mit mir, weil er mit Falco ins Geschäft kommen will oder da dabei sein will oder sich brüsten will und so weiter. Es wurde eine sehr, sehr lange und intensive kreative Partnerschaft. Ich habe früher immer gesagt, die drei Rotzburm, also Hölzel, Dolezal, Rossacher, haben ja auch in seiner Küche die Idee zum Rock Me Amadeus Video entworfen. Und so ging das damals eigentlich los. Kommissar war natürlich das Erste, aber Rock Me Amadeus war dann das, wo, also mit dem Kommissar muss man dazu sagen, das war ja in New York bereits durch einen DJ namens Afrika Bambaataa, den gibt es heute noch, der hat Remixes gemacht für Madonna und so weiter, aber ist jetzt auch noch immer sehr cool, African American, der hat in New Yorker Clubs den Kommissar gespielt, und zwar auf Deutsch, und das wurde bereits ein Club-Hit in New York. Sweet, you got red to the heat, ich verstehe, es ist heiß.
Alles klar, Herr Kommissar. Alles klar, Herr Kommissar. Falk hat sich ja immer geweigert, eine rein englische Version aufzunehmen. Es hat dann später eine völlig unbekannte, heute wie damals, Band namens After the Fire gemacht und sind dann mit in Amerika noch in die Top 10 gekommen, ja, kurz da, also danach. Aber der große Durchbruch war natürlich Rock Me Amadeus. Und die Entstehungsgeschichte von Rock Me Amadeus ist eigentlich sehr interessant. Weil mein Partner und ich wurden damals beauftragt, das gesamte Album Junge Römer zu verfilmen. Man hat es damals noch nicht Longforms genannt, oder DVD kam es erst viel später raus, sondern wir haben alle Songs in Videos aufgelöst und sogar mit einer kleinen Zwischenhandlung, wo nicht sehr viel gesprochen wurde, verbunden. Man nannte das damals eine Fernsehshow und lief auch im Hauptabendprogramm. Und dann hat der ORF entschieden, da ist ihnen irgendwas ausgefallen. Es gibt die Goldene Rose, das ist die Weltmeisterschaft der Fernsehunterhaltung. Und da haben jedes Jahr damals die großen Fernsehstationen extra eine Unterhaltungsproduktion dafür gemacht. Und die, die der ORF gemacht hat, ich sage jetzt nicht, was es war, um niemand zu diskreditieren, das tue ich nicht, man redet nicht schlecht über Kollegen, die ist in die Hose gegangen. Und mir hat der damalige Unterhaltungschef uns angerufen, Peter Hofbauer übrigens, der heute noch das Metropol managt, und hat gesagt, was wäre denn, wenn wir mit der, die Falco-Show nach Montreux schicken? Aber ein bisschen kürzen und ein bisschen zusammenfassen muss man es. Und dazwischen war ein Vorfall, wo der Hans Hölzl uns vorgespielt hat, den Song Rock Me Amadeus. Und ich habe in meinem Leben wirklich ganz wenige Hits erraten. Also ich habe Videos gemacht für Songs, wo ich mir dachte, wow, das wird ein Hit, das ist nichts geworden. Dann habe ich Videos gemacht für Songs, wo ich dachte, okay, ganz gut, Nummer 1. Ja? Where Do You Go zum Beispiel von No Mercy. Ja? Nummer 1 in Amerika für ich weiß nicht wie viele Wochen. Und dafür andere, wie zum Beispiel Emotional mit dem Hans Hölzl, also mit dem Falco, eines der besten Videos, finde ich, ja, Doro-Videos für Falco, leider Gottes nichts. Ja. Auf jeden Fall bei Rock Me Amadeus in der Küche in der Schottenfeldgasse, wo die Mama immer, Mama Hölzl immer Kaffee gekocht hat, da habe ich gesagt, Alter, das ist ein Welthit. Sagt, glaubst du wirklich, ist das nicht ein bisschen Ding? Das war damals ein Amadeus-Film, Bolland & Bolland. Die beiden Bolland-Brüder haben die Musik geschrieben, eigentlich auch den Hauptrefrain. Und er war sich gar nicht sicher, wie oft. Ich meine, wirkliche Künstler
haben eine Unsicherheit. Die, die sich so wahnsinnig gut vorkommen, finde ich, sind meistens immer schon am Weg hinunter. Aber der Hans war ein toller Künstler, wie ich finde, der einzige Weltpopstar, den Österreich je hatte. Oder Popstar, der es in der Welt geschafft hat. Oder Weltstar, der in der Popmusik arbeitet. So, und jetzt war dieser Song da, der natürlich fürs nächste Album geplant war. Und dann hat eine gewisse, und ich bin ein bisschen auch bei Backstage, möchte ich auch gerne Leute hinter den Kulissen, die wichtig waren und die ich nie vergesse, ein bisschen in den, zumindest namentlich vor den Vorhang bitten. Eine gewisse Uli Mester-Kroll, die später Seitenblick erfunden hat und lang ohne Malkorb-Redakteurin war, meine Wenigkeit zum Moderator gemacht hat, hat gesagt, naja, verfilmen wir doch den Amadeus und hängen das noch hinein in die schon existierende Falco-Show, also das Longform von Junge Römer, wobei es ja eigentlich gar nicht auf dem Junge Römer-Album war. Gesagt, getan, haben wir mit wahnsinnig wenig Geld, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber was ich nur weiß, ist, meine Gage waren 7.000 Schilling. Das waren damals 1.000 Mark und das könnt ihr jetzt in Euro umrechnen. Diesen Zettel habe ich irrsinnig lang auf meinem Häusl picken gehabt, weil ich immer gesagt habe, der Falco hat 20 Millionen verdient und die 7.000 Schilling. Ja? Mein Partner ebenfalls. Aber es ging nicht ums Geld damals. Es ging mir eigentlich nie ums Geld. Auf jeden Fall haben wir das verfilmt und dann kam noch was dazu. Wir haben wahnsinnig viele Leute um Gefallen gebeten. Die Stadt Wien hat diese Kutsche bereitgestellt und das Palais Schwarzenberg, wo das ganze Video spielt. Ein wunderbarer Mensch, der auch vor den Vorhang gehört, ein gewisser Herr Kral, war der Ausstatter im ORF und war so lieb und hat gesagt, als Deal, wenn er den Kardinal spielen darf, er wollte immer den Kardinalkostüm und das wurde nie verwendet. Und wenn er in dem Video einen Kardinal spielen darf, dann schaut er mit dem ORF und hin und her, dass wir umsonst diese Rokoko-Kostüme kriegen. Das war ja mega Kohle, hätte das bedeutet, die wir gar nicht gehabt haben. Auf jeden Fall, Herr Kral kommt vor, diese Szene gibt es, und haben den Deal eingelöst und er war ewig glücklich. Und so entstand das mit Bits by Bits. Ja? Und man muss sich vorstellen, damals kein Internet, eh klar, kein E-Mail, eh klar, keine Handys, eh klar. Also Telefon hatte Schnüre und hatte so Hörer. Hans Hölzel war natürlich bekannt, dass er nie pünktlich war. Und damals habe ich nur den Fehler gemacht, dass ich nicht jemanden geschickt habe, der ihn abgeholt hat von unserer Produktionsfirma und gebracht hat an der Hand. Und es war ausgemacht, 10 Uhr Drehbeginn im Palais Schwarzenberg. Jetzt muss man sich vorstellen, wer das Video kennt, wer es nicht kennt, sieht es im Rahmen dieser Sendung oder hat es schon gesehen, der weiß, das sind diese vielen Rokoko-Kostüme mit den Haaren und so weiter. Wir haben natürlich ab 8 Uhr gestaffelt, die Leute mit mehreren Maskenbildnerinnen und Maskenbildnern und Kostümpersonen ausgestattet. Die wurden in Schichten gemacht, das ist ja nicht so viel auf einmal. Also auf jeden Fall mit so einem riesigen Haar auf Toupet, besonders die Damen, aber auch die Herren mit Perücken, waren die dann ab 9 Uhr fertig, oder halb 9, 9, halb 10. Gut, es ist 10 Uhr, kein Falco. Anrufen, zu Hause, hebt nicht ab. Also muss offenbar weggefahren sein. Oder er schläft noch. Das wussten wir nicht. 10.30 Uhr, kein Falco. 11 Uhr, kein Falco. 11.30 Uhr, kein Falco. Um 12 Uhr kommt der Hans eine. Sagt, Burschen, es tut mir leid, mein Hund hat verschlafen. In der Sekunde, hast du gesehen, haben sie alle gedacht, was bist du für ein Arschloch? Ja, wir stehen da seit 8, 9 in der Früh und so sagst du nicht einmal Entschuldigung. Ja? Gut, so hat das Ganze begonnen. Aber ich glaube, es wurde ein ganz gutes Video, jedenfalls die Welt dachte so, weil es war das meistgespielteste Video im Jahr 1986 auf der ganzen Welt. War natürlich MTV, Heavy Rotation etc. etc. Es gibt auch die Geschichte von seinem Pressemanager Hans Mahr, ein guter Freund von mir,
der mit ihm damals dann in Amerika auf Urlaub war, wie das gerade auf Heavy Rotation war, wo der Hans, obwohl sie an einem Strand waren und alles, den ganzen Tag nicht aus dem Zimmer ausgegangen ist, weil er immer gewartet hat auf MTV, wann das Video wieder kommt. Ja? Also es ist irgendwie lieb und zeigt auch, wir waren drei Rotzburm. Er hatte ja nicht einmal am Anfang, wie wir das Video entworfen haben, das war 84, hat er ja nicht einmal meines Wissens einen Plattenvertrag mit Amerika. Und was jetzt das Beste ist, Hans Hölzel wollte eigentlich dieses Konzept nicht. Wirklich wahr. Also das Ganze mit dem, da, also da ist das berühmte Foto, das hat übrigens das ich geschossen, also ich habe das Foto gemacht mit der Kamera, weil wir hatten kein Geld, um einen Fotografen zu bezahlen, das ist wirklich wahr. Und da war die Perücke und ich habe einen Film damals noch mit meiner Contax-Kamera ausgeschossen mit dem Motor und habe gesagt, geh, Alter, mach irgendwie ein besseres Gesicht, wir sind so dort gesessen und habe gemacht und das ist das berühmte Foto auf vielen Covers. Aber der Hans hat zu uns gesagt, pass auf, Burschen, bei Amadeus stellen wir vor, ich stehe in der Wiener Oper im Smoking, Kamerazufahrt, totale, auf mich. Sag ich, gut. Und was passiert nach dem Intro? Sagt er, nein, das ist das Konzept vom Video. Man muss sich vorstellen, das war damals Sledgehammer von Peter Gabriel. Es war Road to Nowhere, Talking Heads. Es war Laurie Anderson, Oh Superman. Also Musikvideos waren damals die Avantgarde des Filmemachens. Das waren, da haben tolle Künstler Kunstwerke geschaffen in 3 Minuten. Natürlich haben sie auch Platten verkauft, eh klar. Aber du kannst ja nicht 3 Minuten lang einen Typen in der Wiener Oper nett zeigen und dann fährst hin und her und links und rechts und Ding und das war's. Und er wollte ja auch die Perücke nicht aufsetzen. Er hat gesagt, ich bin ja kein Warmer. Ja, also für die, die das nicht wissen, ich bin kein Homosexueller, ich diskriminiere das bitte nicht, sondern es waren die Worte von Hans Hölzel, die ich natürlich zutiefst abgelehnt habe und bis heute ablehne. Und der Schmäh, wie ich ihm das dann eingeredet habe, war, dass ich gesagt habe, pass auf, Alter, wir machen 2 Versionen. Wir machen das Video mit der Perücke nur für Amerika, was der Mozartkugel und so, und deine Version machen wir für den Rest der Welt. Und auf das hat er sich eingelassen. Und eines muss man natürlich schon auch sagen, der Hans hatte schon auch ein Gefühl, wenn dann was gut war. Und als wir begonnen haben, das Amadeus-Video zu entwerfen, und es ist wirklich, glaube ich, etwas sehr, sehr Besonderes gelungen, weil es so auch ein Crossover war. Ja? Und weil es gezeigt hat, auch wie man hinter den Kulissen, Backstage, wie man mit wenig Geld und guten Ideen Außergewöhnliches leisten kann, aus Wien. Er hat dann gesehen, gesagt, weißt du was, lass mal die 2. Version weg, machen wir nur die. Aber das hat gedauert. Auf jeden Fall ist auch bemerkenswert, dass die Version, die dann eigentlich in Amerika mit 2 Jahren Verspätung Nummer 1 war, werden wir vergessen, Nummer 1 in Österreich, Nummer 1 in Deutschland und dann war es Nummer 1 in Kanada, die sehr europäisch denken, und da war noch immer nichts von Amerika. Und ich kann mich nur erinnern, ich war mit dem Wolfgang Ambrose, da hinten irgendwo eine goldene, glaube ich, mit meinem Freund Wolfgang Ambros auf Fuerteventura und habe gedreht das Video Langsam wachsen wir zusammen. Manchmal sind wir unausstehlich, aber langsam wachsen wir zusammen. Wir machen zwar meistens dasselbe, doch selten nur denkt man das Gleiche, und wann du willst, verwundest mich. Jeden Tag aufs Neue. Man fühlt sich ein, das was man hat, ist das was man sich nimmt. Doch dass wir zwar uns gekriegt haben, war größtenteils bestimmt. Größtenteils bestimmt. Auch ein Klassiker des Austropop. Ja? Und wie wir dort hingekommen sind, habe ich ein Telex empfangen, wo drinnen gestanden ist, hey, super, sind auf Platz 17 mit Rock Me Amadeus in die amerikanischen Billboard-Charts eingestiegen. Und wir, pfoh, Champagner, Platz 17. In der 2. Woche war es, wenn ich mich recht erinnere, Platz 8.
Und in der dritten Woche war es Platz 1. Rock Me Amadeus von einem Österreicher, ein Song, der hauptsächlich deutsch gesungen ist, wird in Amerika in den Billboard-Charts, das ist die Bibel, Darlings, ja? Das ist the ultimate Champions League, Platz 1. Der einzige Song eines Österreichers, das jemals vorher war, war von das Harry Lime-Theme, dam, da, dam, da, dam, da, dam, von einem Film, den ihr alle nicht gesehen habt, Der dritte Mann, aber ein Filmklassiker. Wir wollen in der Sendung Rudy Backstage natürlich auch immer Raritäten
präsentieren. Zumindest ist das meine Ambition und ihr wisst, wir werden das so gut wie möglich immer erfüllen. Und da wir jetzt hier schon in Nikodemus sitzen, wie ihr wisst, so etwas wie das Wohnzimmer der Austropop-Stars über viele Jahrzehnte, weil wir alle hier in der Nähe gewohnt haben, ist es so, dass hier nebenan im Stadtsaal Burkersdorf am 10.09.1994 der Falco ein Konzert gegeben hat. Veranstaltet vom Niki Nikodemus, hätte ich fast gesagt, vom Niki Neuteufel, der hier am Stadtplatz, deswegen leitet es auch die Glocken, Burkersdorf auch Konzerte veranstaltet nebenan. Und ich freue mich, dass wir exklusiv als Fernsehpremiere jetzt einen Ausschnitt von diesem Konzert zeigen können, der noch nie im Fernsehen gelaufen ist. Viel Spaß bei Falco exklusiv. Mit diesem Herrn zu arbeiten, war nicht immer einfach.
Ich bin ja überhaupt dazu übergegangen, dass für mich gab es immer zwei Falcos. Oder eigentlich den Hans und den Falco. Der Hans war einer der liebsten, interessantesten, tollsten, lustigsten. Der Hans konnte eine ganze Gesellschaft an einem Abend, wenn er nichts getrunken hat und nichts sonst keine Substanzen zu sich genommen hat, unterhalten. Wiefsten, belesensten, interessiertesten Rockstars, die ich je kennengelernt habe. Der Falco war oft ein Arschloch. Und zwar ein festes. Wenn du es nicht senden wolltest, dann macht jetzt Piep. Aber über das möchte ich nicht so sehr sprechen, aber es war nicht immer einfach. Da können wir ansetzen, weil eines ist auch klar. In Backstage werden, das ist übrigens eine Unterschrift, eine originale Unterschrift. In Backstage werden Geschichten hinter den Kulissen erzählt, aber es wird keine Schmutzwäsche gewaschen. Zum Beispiel bei Genie. Wir hatten den Welterfolg Rock Me Amadeus hinter uns. Und zwar, eigentlich waren es 5 Rotzbuben. Hölzl, Tolle Zahl, Ossacher und Bolland und Bolland. Hallo, Rob. I know you're watching this. Und er spricht auch Deutsch. Rob Bolland und Ferdi Bolland haben ja den Song geschrieben und Falco hat dann diesen ein Superstar drüber gelegt. Ja? Aber es war ein Welterfolg. Und so kam das nächste Video und der Plattenfirmenchef Markus Spiegel, heute noch ein Doyen. Und sozusagen, wenn der Wickerl Adam und ein bisschen auch der Stefan Weber von Tradibabel, wenn das die zwei Entdecker, aber eigentlich war der Wickerl Adam, der ihn gesehen hat an irgendeinem Hauptplatz, glaube ich, in St. Pölten, spielen vor 20 Leuten. Und er hat gesagt zu mir einmal, der hat gespielt, wie wenn er vor 20 Millionen spielt. Ja, so hat der Bass gespielt, waren aber nur 20 Leute bei irgendeiner Band, weil der halt vorher gespielt hat, vielleicht Spinning Wheel. Und deswegen hat ihn entdeckt. Der Stefan Weber von Tradibabel hat ihn auch gefördert, aber den ersten Plattenvertrag und damit für die Welt entdeckt, hat ihn der Markus Spiegel, auch ein lieber Freund von mir, und ein Weggefährte, kann man schon sagen, und viele Dinge gemeinsam gemacht. Und wer den Markus Spiegel kannte, dessen Hauptsatz immer war, ich zahle nix, und es ist alles teuer, der hat damals unfassbare 120.000 D-Mark auf den Tisch gelegt für das Video Genie, natürlich nach dem Welterfolg, wo auch er Millionen verdient hat, muss man dazu sagen. Aber immerhin, für Österreich ein unfassbares Budget damals. Und mein Partner und ich, wir hatten natürlich die Idee, da einiges zu machen. Und wie man weiß, ist einer der Hauptshots Falco in der Zwangsjacke. Und wie wir das dem Hans Hölzl nahegebracht haben, hat er gesagt, die Zwangsjacke mache ich nur, wenn es von Armani ist. Ja? Sie war dann nicht von Armani und hat es trotzdem gemacht, aber viel schwieriger war noch, die Zwangsjacke der Plattenfirma einzureden. Es gab eine Besprechung, kann ich mich erinnern, in der Schweiz. Wenn ich mich recht erinnere, war der Thomas Stein dabei und die Schweizer Besitzer der Plattenfirmen. Und die haben gesagt, das ist völlig unmöglich. Also Falco als Wahnsinnigen bei dem Schrei, das ist, habe ich gesagt, die Fans werden es lieben. Sie verstehen nicht, das ist ja alles Cinematografie, dieses Video. Falco Genie war ja lauter Reminiszenzen an berühmte Filmklassiker. M, eine Stadt sucht einen Mörder, hinten das F statt den M. Auch berühmte Hitchcock-Filme wurden angedeutet für Cineasten. Wer es nicht gekannt hat, waren es einfach interessante Einstellungen. Und dieses Video wurde nachher verboten, wie auch der Song teilweise von Radiostationen auf die schwarze Liste kam, auf den Index. Und das Video wurde verboten mit der Begründung, dass es Gewalt verherrlicht, was ein völliger Schwachsinn war, aber du siehst keine einzige Minute in dem von Gewalt. Gewalt hat nur in den kranken Gehirnen jener Menschen stattgefunden, die so denken. Ja, weil es waren alles Zitate. Und ich habe dann immer gesagt, okay, wenn ihr Genie verbietet, dann bitte Hitchcock verbieten, Fritz Lang verbieten, die alle, weil das ist nicht eins zu eins, aber ähnliche Szenen drinnen. Wie immer, Zensur in der Kultur und in der Kunst hat nichts verloren, außer es sind Nazis und Rechtsradikale. Genie wurde dann auch ein großer Erfolg, allerdings nicht so sehr in Amerika.
Und der zweite Amerika-Erfolg nach Genie war dann Vienna Calling. Und so ging es durch den Gemüsegarten sozusagen. Ein Video jagte das andere. Ich glaube überhaupt, dass Falco, und ich bin sehr stolz auf vieles, was ich für Queen gemacht habe, Freddie Mercury und Queen, auch für andere Künstler, natürlich Wolfgang Ambros, natürlich Austria 3 von den Österreichern, natürlich auch Deutsche wie Grönemeyer, Westernhagen etc., Christina Stürmer, Österreicher, Rolling Stones, aber als Gesamtkunstwerk von allen Videos, die Doro gemacht hat, ist Falco cineastisch das perfekteste Werk. Der Frank Zappa hat einmal zu mir gesagt, Conceptual Continuity. Du magst in Wahrheit nur einen Film, dein ganzes Leben. Alles zusammenhängt, was du magst. Und mach immer wieder dasselbe. Mach immer wieder sozusagen, versuch denselben Qualitätsstatus zu kreieren und versuche es als Ganzes zu sehen, ist das bessere Wort. Ich habe nicht immer dasselbe gemacht. Ich habe wahnsinnig verschiedene Videos gemacht. Ich habe an einem Tag die Toten Hosen gedreht und am nächsten Tag Queen, also ein besseren Ding. Einmal habe ich sogar Queen und Nina Hagen an einem Tag gedreht. Untertags in London Queen und in der Nacht Nina Hagen in Paris. Wirklich war aber das ein andermal.
Aber eine der Geschichten, die ich noch erzählen möchte mit Falco, ist für den Song Wiener Blut. Erstens einmal gibt es da die einzigen professionellen Aufnahmen vom Hans mit seiner damaligen Frau und, als wie er geglaubt hat, seinem damaligen Kind, seiner Tochter, die ja, wie man weiß, nicht seine Tochter war. Darauf hat er bestanden und das hat überhaupt nicht ins Konzept gepasst. Und um das irgendwie einfließen zu lassen, haben wir dann eine Szene gebastelt, wo quasi der Hans da auf einer Bank sitzt und von Presse- und Fernsehkameras fotografiert und gefilmt wird. Für Feinschmecker, der Herr mit der Glatze, den man da sieht, ist übrigens der Vater von Marco Wanda, dem heutigen Sänger der Band Wanda, Werner Fitztum, der wirklich einen, also der mit uns das gespielt hat und wirklich einen kleinen Bericht dann auch gemacht hat. Ja? Ein Kollege aus Ohne-Malkorb-Zeiten, aus den alten Ohne-Malkorb-Zeiten. Auf jeden Fall ging es darum, dass bei Wiener Blut natürlich Blut vorkommen muss. Und zwar in einer Art, die, wie soll ich sagen, falkesk, also Falco und Doroesk war, also Exzess. Daraufhin haben wir uns ausgedacht, dass von oben, und da haben wir extra, der Tommy Vögel hat das großartige Bauten dafür gemacht, ein Künstler nach wie vor, ist auch immer noch aktiv im Filmgeschäft, ein Vorarlberger, der in Wien wohnt. Und wir haben uns vorgestellt, 20 Engel auf einem weißen Tisch, in einem weißen Rundhorizont, der abstrakt bleibt, und von oben kommen nicht ein paar Tropfen, nicht ein paar Liter, tausende Liter von Blut runter. Hermann Nitsch natürlich inspiriert, mit dem ich auch gut befreundet bin und der uns auch das Okay gegeben hat, ihn dazu quasi zu zitieren, weil Nitsch und Blut und so weiter ist eine Einheit. Hermann Nitsch im Museum of Modern Art und ein Künstler, mit dem ich auch arbeiten durfte. Auf jeden Fall hat der Tommy Vögel sich ausgedacht, damit ihnen das ins Gesicht platscht und auf das weiße Ding mit so den weißen Perücken, muss er so eine Mulde machen und, den Winkel berechnen, weil so ansonsten platscht es auf und platscht irgendwo hin. Und da haben wir Testaufnahmen gemacht bei ihm draußen außerhalb von Wien. Und dann war die Frage, ja, was ist denn die Flüssigkeit? Richtiges Blut, das ist völlig absurd, geht ja nicht überhaupt nicht. Aber mit was? Und das waren ja riesige Container, wir reden von Tausenden von Litern, die dann montiert werden mussten. Und wir kamen dann drauf, die einzige Flüssigkeit, die natürlich auch den Menschen, den Darstellern, wo übrigens auch ein paar heute berühmte Popstars, da war das ein andermal dabei waren, oder ein berühmter, von einer Band, die dann später ganz anders berühmt wurde. Auf jeden Fall, das dürfte denen auch nicht wehtun. Und das muss ja auch runtergehen. Also haben wir uns dann weiter gehandelt, Milch mit Lebensmittelfarbe. Das war in diesem Container. Gut, der ganze Dreh war, wie alles bei unseren Videodrehs und auch bei allen meinen Videodrehs, nach meinem Partner, oft ein Exzess, zeitlich, aber im Endeffekt eigentlich ziemlich gut. Wir hatten alles andere gedreht, war ein ganzer Drehtag, und wir haben das gedreht in einer Halle, von der wir wussten, dass die nachher abgerissen wird. Weil das war natürlich versaut, ja? Wenn du da Tausende von Litern aus dem ganzen Studio trinkst. Ne? Aber es waren dann die eigentlichen Dreharbeiten erst um 4 Uhr früh und wir haben das so wie so ein Tisch von da vorne auf der Tischkante, es waren mit 7 Kameras gedreht, mit einer Highspeed-Kamera, wo ganz langsam das runterfliegt und ihnen ganz langsam ins Gesicht und die das machen. Und das ist Wiener Blut. Und das Geile daran ist, das war große Diskussion und ich habe dann noch eine Special Bloody Version gemacht, weil es da so viele geile Aufnahmen gemacht hat, wo ich diesen musikalischen Teil verdreifacht habe, dass ich alle geilen Bilder umbringe. Wiener Blut. Get shot, get shot.
Kontaktspiegel inszeniert von Peter Roden. Peter sei komplett der Ausleis. Ihm halliert man auf den Takt. Da Peter sieht rot. Sein Gürtel, die erblickt sind doch die Beste mit an. Jetzt kommt Stopp-Retour in Glück, ihn schickt man rum. Denn Takt, ja, der Professor sieht rot. Ja, Freunde der Popkultur, und wie immer in Rudi Backstage kommt natürlich auch eine Austro-Band. Ich sage absichtlich nicht Austro-Pop-Band, eine österreichische Band wird vorgestellt von mir, weil ich Plattform sein möchte, vor allem für junge und vor allem für unübliche oder Bands, Künstler, Künstlerinnen, die noch keinen Plattenvertrag haben oder auch gar nicht wollen und die ein bisschen hiermit eine Plattform bekommen. Wie immer. Wenn ihr dabei sein wollt, ein kleines Video reicht mit dem Handy, bitte Querformat drehen und euer Video schicken an die E-Mail-Adresse, die eingeblendet ist. Aber ich sage sie auch, backstage, kleingeschrieben natürlich, @krone.tv. Also backstage@krone.tv. Okay, weil es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen. Ich glaube, wir müssen eine zweite Falco-Sendung machen. Zum Beispiel auch Falco der Poet oder ganz andere Dinge. Oder er ist auch aufgetreten bei diesem wunderbaren Werk, das die meine Freunde von Opus veranstaltet haben. Und ich durfte damals Regie machen, Opus and Friends, wo eine ganz tolle Falco Rock Me Amadeus und Falco Opus Kooperation stattfand. Aber ich möchte jetzt noch eine Geschichte erzählen, die ausnahmsweise einmal nicht so lustig und nicht so Anführungsstriche spektakulär ist, aber die hier in diesen, ich würde fast sagen, heiligen Hallen, wo es ein klasses Lokal ist, sozusagen ihren Ursprung hatte. Wie vielleicht inzwischen durch Medienberichte bekannt gemacht wurde, ist genau hier auf dieser Bühne da drüben zu meinem 40. Geburtstag die Band Queen
extra aus London eingeflogen, ohne dass sie hier irgendeine Verpflichtung hatten, kein Konzert, keine Promotion, keine Werbung, keine Tour, um zu meinem Geburtstag hier dem Rudi Dolezal ein Konzert zu spielen. Da waren ganz viele Leute, wollten da dabei sein. Ich glaube, um die 300 haben sich ja hineingezwängt und jeder Einzelne, der hier war, kann sich heute noch sehr gut erinnern und manche reden heute noch davon. Ein Journalist, ein lieber Freund, stand in der ersten Reihe, war ein Fan von Brian May und erzählt mir jedes Mal, wenn ich ihn treffe, ich bin einen Meter von Brian May entfernt und das war der größte Moment meines Lebens. Schön, aber es war natürlich auch einer der schönsten Tage meines Lebens, weil sie sind nicht nur gekommen und haben gespielt, sie haben auch einige Rock-Klassiker für mich umgetextet. Zum Beispiel Hang on Snoopy, Snoopy Hang on, haben sie in Hang on Rudy umgetextet. Und ich bin da gestanden in einem, wie ich meine, heute geschmacklosen Sakko, dazu kommen wir anders mal, und mir sind die Tränen der Freude runtergelaufen, weil dass sie da wirklich spülen und... Alter, ja, es war schon ziemlich geil. Und da waren auch noch viele andere Leute da, also Peter Maffay, natürlich Ambros, Wilfried, Fendrich, Wigald Boning und Olli Dietrich, die sich damals die Doofen nannten, Michael Mittermeier, Hubertus von Hohenlohe und so weiter. Und einige, die also alle musikalisch Beistand waren, haben auch gespielt in einer sogenannten Supergroup. Und da war eigentlich geplant, dass der Falco Bass spielen sollte, weil der Falco war ja eigentlich, bevor er Frontman wurde, ein sehr, sehr guter, genialer Bass, hat es auch am Konservatorium studiert. Und wie immer bei meinem Freund Hans Hölzl, habe ich ja schon einiges erzählt, Verlässlichkeit, also wie das verteilt worden ist, von wo immer, vom Schicksal, da muss er gefehlt haben. Ja? Also verlässlich war er schon, wenn er keine Substanzen und keinen Alkohol zu sich genommen hat, aber es war immer so ein 50-50-Spiel, kommt er nicht. Gut, er kam nicht. Und es war so, dass als dann vor allem mit Queen, Brian May, Roger Taylor etc., wo ich schon am Nachmittag in meinem Haus, was hier um die Ecke ist, einen Empfang gemacht habe für den Inner Circle, sind wir natürlich, also 3 Uhr früh oder so sind wir da raus, sind wir in mein Haus und haben dort noch ein bisschen weiter gefeiert. Und dann war es ungefähr 6 Uhr früh, es hat schon gedämmert und die Vögel haben gezwitschert und dann sind alle so langsam. Natürlich war da Alkohol dabei, ja, natürlich waren da Substanzen dabei, klar, damals sowieso, ja. Fragt es mich nicht, aber ich war dabei. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Aber trotzdem wirst du irgendwann müde, ja. Und drin, dass ein sehr aufregender Tag war. Und dann sind alle nach Haus gewankt, Queen ins Hotel. Und ich hatte damals im unteren Raum, das ist jetzt der Raum meines Sohnes Ruby, ein kleines Büro, Homeoffice, meiner Zeit voraus. Es war am 5.2.1998. Und da war ein Faxgerät. Fax war das Kommunikationsmittel der Zeit. Kein E-Mail, kein gar nichts. Fax, das sind so diese Zetteln, die so in einem Ding reingegeben wurden und dann wurden es über eine Telefonleitung sind woanders rausgekommen, auf einem irrsinnig geschissenen Papier. Also auf einem irrsinnig, entschuldige, auf einem dünnen Papier. Ja? Und dann bin ich rein und da war da drin ein Fax vom Hans. Und da ist gestanden, also von Falco, ist gestanden, Rudy, welcome to the club, weil er ist ja ein Jahr vor mir 40 geworden. Und sorry, jetzt nicht kommen können, ich liebe dich und so, und wir sehen uns bald wieder aus der Dominikanischen Republik. Ja. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist aber nett, dass er mir wenigstens ein Fax schreibt. Das war 6 Uhr früh. Und bin raufgegangen in mein Schlafzimmer mit meiner Freundin, lege mich nieder und eine Stunde später ruft mich meine Mama an, die ist jetzt schon im Himmel, und sagt, Rudi, im Radio haben sie durchgesagt, der Falco ist tot. War das Letzte, was er gemacht hat, nachweislich, bevor er in das Auto gestiegen ist, bevor er zu der Bar gefahren ist, wo er sich angesoffen hat, bevor er dann rausgefahren ist und gegen den Bus gefahren ist. Das Allerletzte, was er getan hat, war, dieses Fax zu schreiben. Und damit
so schockierend das für mich auch war, und ich bin ja dann auch von der Familie gebeten worden, die Grabrede zu halten beim Begräbnis, zusammen mit dem legendären Wiener Bürgermeister Helmut Zilk, weil die Tränen aufgekommen sind, wie blöd. Dadurch sind ewig mein Geburtstag und Falkos Todestag miteinander verbunden, hintereinander, und ich sehe das so, Hans, wir sind über den Tod hinaus miteinander verbunden. Das war's. Schönen Abend, schönen Morgen, wann immer Sie das sehen. Love and respect. Und Falco ist der Größte. You wanna know what goes on backstage? Oh, come on. Let me take you by the hand. Ow! Once you were there, you never wanna leave. Ta-ta-ta-tan, ta-tan, ta-tan, ta-tan.